620er Puccini in der französischen Ausführung. Der 620er, ist das der kleinste Doppelachser, den es gibt, liebe Sabrina? Nein, es ist nicht der kleinste. Hallo Sven. Hi, wir filmen heute 21. März 22, gucken uns die neuesten Geschöpfe an der Kreation französische Wohnwagen. Viele Deutsche werden jetzt total fasziniert sein und sagen, diese Grundrisse sind ganz anders wie die deutschen, viel luftiger. Viel luftiger, jawohl, weil die auf andere Prämissen Wert legen im Innenraum. Aber wir schauen uns das mal an. Ja komm, wir schauen mal an, denn das Ganze fällt schon auf mit den Fenstern. Das heißt also, die Profis, die so auf den Platz kommen, die gucken nach zwei Sachen. Hat er eine Kloklappe und hat er schwarze Fenster, dann ist es ein Franzos, der irgendwie reinkommt. Ihr verkauft die schon seit ewigen Zeiten als französische Ausführung. Jawohl, das ist unser Tun, was wir hier so jeden Tag an den Tag legen. Wir haben viel französische Kundschaft. Made in Germany, kommt das gut an in Frankreich? Ja, und Tabat sowieso. So, da vorne steht ein Fendt. Ist das ein Fendt oder ein Detlefs? Nein, das ist ein Detlefs. Ein Detlefs. Ihr nehmt auch welche mal in Zahlung? Ja, der kam jetzt irgendwie hier dazwischen. Den nehmen wir jetzt mal nicht so ganz wahr. Wir wollen ja Tabat hier. Okay, es ist so. Ihr seid natürlich reiner Händler für Tabat. Ihr habt im Moment wenig Gebrauchtfahrzeuge, oder? Jawohl, das ist unser einziges. Unser einziges. War mal ganz anders. Der ganze Platz war voll. Ich meine, wir drehen jetzt schon eine geraume Zeit, aber der Gebrauchtwarenmarkt, und da sind wir auch schon beim Thema, die Leute, die sich im Französischen kaufen, sind nicht immer nur Franzosen, sondern viele Deutsche sind geflasht von den Grundrissen. Ganz genau. Und da haben wir ja auch schon viele Videos mit dir auch gedreht. Zum Beispiel Einbau Cinderella-Toilette und. Also man sollte sich nicht scheuen, auch uns darauf anzusprechen, und wir gucken, was wir dann dementsprechend umsetzen können. Ja, man kann übrigens für 180 Euro eine elektrische Spültoilette nachrüsten, Porta Potty Electric. Ziemlich genial, das Teil. Also ich sag mal, wer unbedingt auf Toilette gehen möchte, man macht Moosgummi rein in die Dusche, stellt die rein, hat sogar eine richtig große Sitzhöhe, okay. Was vielen Leuten wichtig ist. Das ist das neue Heck? Das ist das neue Heck. So, das Ganze hat ein GfK-Dach in dem Fall. Wo haben wir denn ein altes? Das hat dementsprechend schon GfK. Ich wollte mal gerade schauen. Wir haben hier ja noch ein paar aus der Werkstatt stehen. Das siehst du ja mal, wieso sich die Heckpartien doch dann geändert haben. Da hast du hier den Puccini auch noch. Siehst du, von den Lampen. Jetzt hast du hier nochmal einen neuen. Da siehst du doch schön, wie sich so das die letzten Jahre alles entwickelt hat. Ist das krass, der Unterschied. Das heißt also, die schrägen Lampen kamen dann irgendwann mal. Dann gab es die neuen Lampen, die kamen. Das waren die ganz alten. Ich hatte denn schon ein Modell dahinter, wo denn jeder gesagt hat, hey, das sieht jetzt ganz modern aus. Und dann kamen die neuen, hast du gedacht, naja, die neuen sind nicht so schön. Und auf einmal war es alt. Auf einmal war es alt, ja. So schnell passiert. Ja, wir gehen mal rüber. Das ist so ein Bestseller bei euch, der 620er? Der ist einer mit der Bestseller, jawohl. Die sind jetzt alle im Moment von Band gelaufen. Du erwähnst ja immer so schön auch unser Tabat-Video, was wir gedreht haben, wo man sich mal im Werk anschauen kann. Ja. Genau, und die sind jetzt alle gerade pressfrisch gelaufen. Und deswegen haben wir jetzt auch einige da und die kommen in die Auslieferung. So, fangen wir mal an bei den Key Facts. 250 hat er? 250, richtig. 250. Ein komplett unterbelüftetes Dach. Jawohl. Das heißt also, Feuchtigkeit kann rein und raus? Die sollte damit dementsprechend rein und raus, ja, zirkulieren. Zirkulieren, das ist ganz wichtig. Das Ganze findet man vorne auch. Er hat extrem verdunkelte Scheiben, das kennt man in Deutschland nicht. Das ist richtig. So, das heißt, die wirken wie eine Sonnenbrille. Ich habe sogar in meinem damals, der Puccini, sogar die Gardinen wegmachen können, weil du kannst wirklich nicht reingucken. Es geht nur abends, also wenn das, ja, wenn das Licht drin leuchtet, dann geht's. Korrekt, ja. Deswegen wird auch viel von der Kunde wirklich die Gardinen oder werden die Gardinen auch entfernt. Hier vorne siehst du, das ist ja mal ein Fenster. Das ist auch bei den Deutschen gar nicht vorhanden so. Das ist richtig. Hier wird man immer oder heißt es, man kann den Opa und die Oma immer noch am Familienleben mit teilhaben lassen. Man macht das Fenster auf und setzt die Oma und Opa rein, sagt der Herr Schmidt immer. Und die können am Familienleben, was außerhalb des Wohnwagens stattfindet, doch noch mit teilnehmen. Ja, wenn ich 150 Kilo wiege, komme ich auch hier bequem rein, denn ich habe eine XL-Aufbaubreite. Du hast es gesehen, jawohl, die 70er Tür. Das ist enorm. Die ist riesig. Und gut, man könnte sie auch kleiner machen, dann hätte man innen viel mehr Platz. Aber ist die jetzt Serie bei jedem oder kriege ich auch eine kleine auf Wunsch? Die ist jetzt bei dem Franzose hier, bei dem Puccini, tatsächlich Serie. Und der deutsche Variante müssen wir halt dementsprechend schauen, was machbar ist. Ob die 60er oder die 70er Tür dann möglich ist nach Aufpreis.
Preis, wo liegen wir, wo geht's los? Wo, bei der Tür? Nee, bei dem Auto, bei dem, ach so, bei dem Wohnwagen. Da fängst du jetzt bei dem 620er an mit 45.000 Euro aufwärts. Gott. Lebensdauer 30. Jetzt, weil wir sind jetzt bei 22, aber ich habe die 23er Liste schon mitgenommen. Die 23er Preise schon da. Hast du 22 komplett ausverkauft schon? Wir haben tatsächlich 22 komplett ausverkauft, sind jetzt halt jede Woche hier, was wir eben gesagt haben, 30 Fahrzeuge rund am Rauskarren sozusagen an den Mann zu bringen. Und wenn jetzt bestellt wird, müssen wir alles gucken auf 2023 für die Weihnachtszeit, also sprich 22 dann zu legen. Ja, die Profis kaufen das Hammerschlagblech, haben wir schon oft erwähnt, denn es kann sich extrem gut ausdehnen. Also es ist sehr, ich sag mal, haltbar, gerade bei Temperaturunterschieden. Man sieht die Macken eigentlich kaum, muss man sagen, im Vergleich zum Glattblech. Ist pflegeleichter, ja. Dann hast du hier was Besonderes. Das ist das Serie oder ist das eine Option, die zwei Leisten? Die Gürtelleiste dementsprechend, ja. Da haben wir uns ja eben auch schon mal kurz bei einem Dreh mit unterhalten. Ab einer gewissen Länge ist das auf jeden Fall ratsam, ein bis zwei Gürtelleisten zu wählen. Das ist halt so modellabhängig und muss man dann dementsprechend schauen. So, komm, wir schauen mal da vorne. Der hat eine Klimaanlage. Ist das Serie bei dir? Nein, ja, ist Option. So, das Ganze mit weißen Felgen, 18 Zoll? 17 Zoll. 17 Zoll, 20 Zoll, nee. Hier vorne sieht man auch den Unterschied, 17. So, Gaskasten, der hat jetzt hier ATC mit drin. Jetzt muss man sagen, die Leute, die sowas kaufen, eure Profis, die können alle gut fahren. Also die bräuchten ATC jetzt nicht, aber das hat einen Vorteil, welchen? Wie das ESP beim Auto in dem Moment, die Elektronik versucht bei einem Schlingern oder ins Schlingern kommen, den Wohnwagen in der Spur, in der Stabilisation zu halten. So, hier vorne bitte einmal öffnen. Da mal drunter gucken. Wenn ich jetzt nochmal wüsste, wo ich den Schlüssel hingepackt habe. Wo du den Schlüssel hingemacht hast. Die großen Tabathosen, Jackentaschen. Sie hat nämlich eine Tabatjacke an. Die kann man übrigens im Shop bestellen, bei Tabat, glaube ich. Oder ist das eine spezielle Händlerjacke? Die kann man sich tatsächlich, aber die laufen jetzt langsam aus. So, der hat sogar ein Reserverad. Bei dem 15 Zoll hat er ein Reserverad, jawohl, bei den 17 Zoll nein. So, jetzt die Frage aller Fragen. Wenn ich den jetzt kaufe, da muss ich ja ein bisschen fit sein, was so die Optionen angeht. Das fängt an mit dem zulässigen Gesamtgewicht. Den wird es wahrscheinlich mit 2,5 Tonnen geben, oder? Der hat jetzt, weil du das immer so schön fragst, habe ich ja meine nette Liste hier. Der hat 1.900 Kilo Leergewicht und 2.200 Werkseitig, also er hat 2,2 Tonnen. Mit einer Zuladung von 230 Kilo und kann dann aber dementsprechend angefragt werden für mehr. Ist das sehr teuer, 2,5 Tonnen? 2,5 ist halt maßgebend, muss man individuell, also da möchte ich jetzt mich mit Preisen aus dem Fenster und werde nachher wieder festgenagelt. Man sollte einplanen, ich glaube 600 Euro rund sind es halt in der deutschen Preisliste. Naja, das geht ja noch, aber später wird das 4.000, 5.000 Euro, da muss alles runter. Die meisten machen es denn nicht mehr, sind dann auch ziemlich erzürnt. Warum hat mir das keiner gesagt? Ja. Hätte mir doch sagen können, die 800 Euro hätte ich doch bezahlt. Hätte. Hätte Fahrradkette. Ja, so. Ja, genau so sieht es aus. Also das Chassis ist nicht einfach mal so tauschen. Da sind wir uns einig. Papiermäßig ablasten geht immer, aber papiermäßig auflasten, nein, wenn es das Chassis nicht hergibt. So, hier ist ein Schirmhalter. Ja, genau. Haben wir das letzte Mal den Schirm reingemacht. Weißt du noch, wie so eklig das Wetter war? Und heute brauchen wir es nicht. Heute haben wir Frühlingsanfang. Zwei Jacken, die da sind. Ja. Die neue Lampe mit Bewegungsmelder, glaube ich. Hat Bewegungsmelder, siehst du hier, der kleine Nippel da. Der Nippel, dann eine umlaufende Kederleiste. Du hast oben bei den Franzosen ganz oft hier diese, ich sag mal, wie nennt man die noch? Die Dachrehlinge mit dabei. Die sind da immer ganz heiß drauf auf die Dachrehlinge, weil das ist so ein bisschen so ein Tuning-Faktor, sag ich jetzt einfach mal. Optik auch, oder? Optik. Sehr schön, man kann, ich sag mal auch, der einzige Vorteil wäre Astabweiser, was mit drin ist. Der hat ein Bussystem mit drin, das ist auch sehr schön. Das heißt, du hast also nicht mehr Schalter, sondern du kannst es von mehreren Stellen schalten. Richtig, von Bett zu Klo zu Couch. So, kommen wir mal hier vorne hin. Oft wird der Bereich zum Schlafen benutzt bei euren Kunden. Sowohl als auch, jawohl. Wird dann umgebaut zum Bett, dass noch Kinder irgendwo mit schlafen können.
Das ist ein irre großer Grundriss. Gut, 2,50 Meter merkst du. Die merkst du gleich, definitiv. Das neue Design, jetzt haben wir keinen Strom hier, aber das Grau mit dem hellen Holz, das ist nicht ganz hell, das Holz. Es ist ein bisschen dunkler wie das hellste. Ja. Also es ist halt das ist diese Puccini-Optik, wenn einem das schon irgendwo was sagt, ist halt ein bisschen dunkler. Man fängt in der deutschen Reihe und im Franzosen meist an mit dem Rossini oder Bottesini. Das sind so ein bisschen gräuliche Töne. Eben haben wir einen Da Vinci gemacht gehabt, der ist noch ein bisschen heller wie hier das Holz. Dann ist der Vivaldi in der deutschen Serie ein bisschen gleichzustellen mit dem Bellini aus der französischen Serie. Wobei der Bellini jetzt noch mal ein bisschen dunkler geworden ist. Und der Vivaldi im Deutschen hat eine Burefarbe mit Weiß. Ja, und dann kommt der Puccini. Die sind sich dann beide gleich in den französischen wie auch in den deutschen Modellen von der Optik. Komm mal rein, mach mal bitte die Tür zu. Die breite Aufbautür. Denn jetzt siehst du direkt mal hier den Vorteil von dem Fenster. Du kannst viel mehr sehen nach unten. Das war das, was wir gesagt hatten. Kannst die Oma, den Opa ins Fenster noch setzen, kannst das Fenster aufmachen und trotzdem sind sie irgendwo im Familienleben noch dran beteiligt. Sehen alles komplett, sind integriert. Hier vorne hast du dann deinen TV-Bereich, wo du eigentlich auch einen ganz normalen Fernseher hinstellen könntest. Gut, der wird dann beim Fahren, ist blöd. Aber es sieht so ein bisschen mehr aus wie zu Hause. Es ist nicht so dieses typische Wohnwagen-Feeling, was du da hast. Wir tauschen mal gerade die Plätze, bitte. Dann setze ich mich mal in die Ecke, dann kann ich ein bisschen besser reinfilmen. Hier vorne hast du eine Vitrine, die auch sehr schick ist. Zack. Leute leben hier 365 Tage im Jahr. Und das trauen sich ja viele Hersteller nicht zu. Das hier ist schon, ich sag mal so, die Profi-Version eines Wohnwagens. Nicht, dass die Deutschen das nicht könnten, aber die sind ausgelegt für Leben im Wohnwagen, oder? Korrekt, ja. Wie lange werden die meistens gehalten hier von euren Kunden? Im Durchschnitt, hört sich schlimm an, aber so 4 bis 6 Jahre. Mhm. Ja. Und dann gibt es neue. Ja, wir gehen halt dann die Schränke wechseln zu Hause mal und stellen unser Mobiliar um und die wechseln dann halt den ganzen Wohnwagen. Weil der ist dann irgendwann mal, haben sich die Leute vielleicht satt gesehen, wollen was Neues haben, genau, wie ein neues Haus. Genau, im Jahresrhythmus meistens immer alle 4 Jahre auch wieder was Neues irgendwo gibt. Technik. So, Leder, ist es echtes Leder oder Kunstleder? Das ist Kunstleder. Sieht echt gut aus, hat hier so eine Optik, ist sehr straff. Also das ist ja auch gedacht als Bett. Also wenn ich das nutze, kannst du bauen. So, die Küche ist der Mittelpunkt. Wird bei euch gekocht auch? Bei unserem Klientel wird meistens nicht gekocht. Die Wohnwagen kommen zurück und das Kochfeld und die Spüle sind 1A. Unbenutzt, fast. Dann. So, bitte einmal öffnen, hier so einen Schrank. Die Schränke werden aber schon beladen, oder? Ja. Da kann man aber auch andere Sachen reinmachen, mit zum Beispiel Süßigkeiten, weiter, ja. Klamotten, Lebensmittel. Ja, hier hat man eine ganz besondere Ausführung. Da gehe ich gleich mal drauf ein. Man hat nämlich keine Kombiheizung mit eingebaut. Das ist hier nicht gewünscht. Gibt es den in der deutschen Version mittlerweile mit Kombiheizung eigentlich? Den, du kannst den Puccini? Dementsprechend auf E mit aufrüsten dann auch. Kombiniert, also so, oder was meinst du jetzt mit dem das es gibt Wasser, ja Wasser und als Kombi 4 oder Kombi 6 von ja. Thoma. Ja. Die Kombi 6E ist da drin. Kombi 6E, aber hier hat man ein ganz anderes System. Hier hat man zweimal Thoma-Vent, also zwei Ventilatoren mit eingebaut, das kenne ich nämlich, und eine Ultra-Heat. Das heißt, ich kann mit bis zu 2 kW elektrisch heizen. Das ist in Frankreich auch Standard. Das heißt, wenn der Strom dich nichts kostet, ja. Ja, oft ist er auch umsonst. Zeig mal gerade, der Dometic, der große Kühlschrank mit drin, ist schon echt edel geworden. Also auch hier, oder? Hat was für sich, oder? Die Truma Aventa. Man lässt sich was einfallen, ja. Gut, die Leute leben drin. Bitte auch mal oben öffnen. Den hier? Ja. Mach ich dir. Oh, ist der groß. Gibt es eine größere Klappe? Nein. Nein. Warte, ich zähle mal gerade die Anzahl der Scharniere. 5 an der Zahl. Echt riesig. Der Boden ist sehr schick geworden. Ja. Gut, aber hier, ja, was ist das? Wir werden dann den Fernsehhalter, der wird an die Wand geschraubt, damit der Fernseher dann auch einrastet und nicht in der Gegend rumfliegt. Mhm. Kommt dann hier in die Wand und wird fixiert.
alles hat so eine Silberoptik, so Perlmutt-Effekt. Großer, riesiger Spiegel. Guck mal hier, ich sehe die Sabrina zweimal. Der ist auch komplett hoch, also wie man den gerne hätte. Klapper, dass man sich komplett sieht. Ja. Oben drüber Mikrowelle, auf Wunsch. Also von der Größe her geht das. Nicht beim Franzosen. Nicht beim Franzosen. Die haben keine Mikrowelle. Die haben keine Mikrowelle. So, und das ist unser Vorzeigestück. So oder so ähnlich wurde der schon seit 50 Jahren gebaut, dieser Ofen. Denn das ist kein Kompromiss. Das ist bewährte Technik, die heizt. Die Verteilung geht über diese Tumavent. Und das ist das, was die Leute wollen. Das heißt, du hast immer einen trockenen Wohnwagen. Das ist immer perfekt, oder? Sollte man auch den Lüfter immer mitlaufen lassen, definitiv. Es gibt auch so welche, die stellen das immer gern ab, weil sie denken, das ist einfach zu laut oder wollen es nicht. Aber man hört es fast gar nicht. Das doch laufen lassen. Das ist ratsam. Gerade wenn man überall irgendwo Sachen in den Staufächern drin hat. Ich habe sogar im Winter habe ich ihn laufen lassen auf Stufe 1, also durchlaufen lassen, damit die Feuchtigkeit macht nichts. Gar nichts, gell? Nee. Ja. Also der Stromverbrauch ist auch sehr gering. So, bitte mal öffnen, der Schrank. Du wolltest ihn eben schon öffnen. Ich kam dir zuvor. Da ist die Technik drunter. Viele Kleiderschränke, das kennen die Wohnmobil-Leute nicht. Und hier ist wahrscheinlich Technik drunter. Jawohl, ja. So, das heißt 12-Volt-Wandler, Router und so weiter. Auf Wunsch kann man die bei euch kriegen? Ja, wir sind gerade so ein bisschen da dran, ein bisschen Internet in den Wohnwagen reinzubekommen. Ja. Hier hast du deine Tür. Die falsche Tür. Zwei Hände. Der ist auch knatschneu, der hier, ne? Ja. So. Der ist auch nicht mehr zu haben, der hier, leider nicht. Ja. Aber wir können ihn bestellen, das ist auch kein Thema. Man kann ihn bestellen. Halt ein bisschen Geduld walten lassen, dann wird so um die Weihnachtszeit. Das ist dann ein neues Modelljahr. Mhm. Bis 2022 Weihnachten würden wir dann uns in der Modelljahrreihe 23 befinden. So, nächster Kleiderschrank, da kannst du dann wohnen. So groß ist der, denn der geht von oben bis unten, diesmal mit Fächern. Könntest du noch Hängestangen reinbekommen, wenn du das möchtest. Stell dich mal gerade daneben, bitte. Der ist größer als du. Cool. Ja, 365 Tage im Jahr. So. Ja, viele Leute sagen zu mir immer, Sven, du kennst den Unterschied nicht zwischen als und wie. Als und wie? Erklär's mir. Ja, dann erklär mal, wenn du es erklärt bekommst. Der ist größer wie du oder größer als du? Ach, als du, hätte ich jetzt gesagt. Als du? Ja. Okay. Wir lassen es mal so stehen, ihr könnt mir ja drunter schreiben. Das ist der Boiler. So, die Franzosen haben nämlich immer einen Boiler dabei. Das hat einen sehr praktischen Grund. Der funktioniert nämlich ganz hervorragend, weil er super isoliert ist. 14 Liter Elektro oder dann zum Teil BN10-Boiler für Gaselektro. Aber ihr verkauft beides Gaselektro? Jawohl. Okay. Da vorne ist der Tank. Der ist auch immer schön klein. Das hat mich bei meinem Franzosen immer frustriert, denn der hat meistens um die 40 Liter. Und den gibt es auf Wunsch auch größer. Ja, oder dann, also 70 ist größer beim Wohnwagen. Mhm. Ja, oder man nimmt halt den City-Lover-Anschluss dazu. Dann kannst du draußen deinen Gardena-Schlauch anstecken. Und der Tank wird dann dementsprechend, wenn er leer wird, nochmal, ich erkläre es immer wie die Toilettenspülung, das Wasser nachgezogen und wird dann gefüllt. Und ist ein Tank und der Tank füllt sich immer wieder automatisch auf. Mit dem Schwimmer. Da ist ein Schwimmer drin, der schaltet dann dementsprechend ab. Sabrina, auf Wunsch, leg dich mal bitte aufs Bett. Kann man, auf Wunsch, leg dich aufs Bett. Nein, kann man dieses Bett auch über die ganze Länge kriegen? Das ist eine Besonderheit. Stimmt das überhaupt, was ich sage? Das ist beim Bellini der Fall. Beim Bellini, bei dem nicht. Da ist Bett Wand zu Wand, heißt das Ganze. Mhm. Beim 640er, weil hier hast du schon... Bleib mal so liegen. Weil du hast ja das Fenster unten immer noch. Okay, das heißt, beim Bellini geht's, bei dem hier jetzt nicht. Aber ist das ein Problem in der Praxis für die Leute? Nein. Nein. So, großes Fenster mit drin. Alles fühlt sich an wie zu Hause so ein bisschen, nicht mehr so Wohnwagen-like. Das französische Bett, ein Gräuel für Deutsche, die sagen, ich will Längsbetten einzeln. Das gibt es bei anderen deutschen Versionen. Aber das französische Bett hat einen riesen Vorteil. Jetzt guck aber doch mal auf der anderen Seite. Viele sagen halt einfach, weil sie nicht über den anderen drüber sprechen möchten. Also ich hätte jetzt hier kein Problem damit, wenn ich hier hinten liegen würde, glaube ich, am Abend, wenn ich nachts raus muss, da mal kurz runter zu klettern. Auszusteigen. Über den anderen rauszusteigen dann.
Ja, zumal der andere sowieso aufwacht. Also das ist meine Erfahrung. Das kommt noch dazu, ja. Ja, ich meine, egal was man macht, man kann noch so leise sein. Am besten ist mal ganz laut, dann lachen sie nicht auf. Wachen sie nicht auf. Erfahrungswerte auch schon gesammelt, ja. Zwei Klappen? Ja, bei meinem Sohn. Der ist immer, wenn man versucht leise zu sein, wacht er direkt auf. Und da ist ein Anschluss drin bei der? Ja. Da ist sogar ein. Kommst du besser jetzt dran wie ich? Strom ist drin, 230 Volt und USB. Dann hier vorne nochmal die Vorbereitung für den Fernseher. Ja, hier ist ein zweiten TV-Anschluss im Endeffekt, kannst du. Schrank, auch hier mal öffnen. Aber das Prunkstück werden wir gleich mal zeigen. Das ist wirklich das Raumbad, was hier drin ist. Und was gut gelungen ist, Sabrina, finde ich die komplett offene Blickachse. Weil das Bett war ja vorher quer drin, kann ich mich dran entsinnen. Das Bett war längs immer, oder? Es gibt auch Längsbetten. Und hier, wenn ich jetzt mal von oben nach unten komme, wie ist die Luft da hinten? Neu. So, hier sind nochmal Schalter über das Bussystem. Heißt, auch hier kann ich die ganze Lichtsteuerung aktivieren. Die Tür haben wir eben schon gesehen. Wir gehen mal ins Bad rein. Und ich gehe mal vor. Ja, so groß muss ein Bad sein. Minimum, sage ich mal. Ein deutsches Fahrzeug hätte halt an dem, das Querbad, sage ich jetzt mal, das Längsbad, da wäre dort meistens eine Toilette, wo das Schränklein ist. Dann halt auch das Waschbecken und hier neben halt die Dusche. Hier habt ihr erfolgreich Cinderellas nachgerüstet, das geht, oder? Wir haben Cinderella beim 635 tatsächlich nachgerüstet gehabt und dem letzten in einem Fremdfabrikat. Mhm. Und haben aber auch bei ein oder anderen Fahrzeugen auch schon einfache Kassettentoiletten und sowas nachgerüstet. Also das oder auch hier in dem Fall wirklich halt Zerhacker-Toiletten oder wenn man Schausteller Gewerbetreibend irgendwas ist. Cinderella musste halt immer ein bisschen aufpassen. Die dürfen oder müssen. Vor Einbau müssen die Cinderella-Toiletten bei Cinderella angefragt werden und abgenehmigt. Ob das geht? Ja, das geht dann halt nicht, zum Beispiel wenn der Schornstein sich in der Rundung von einem Heckbad befindet oder wenn ein Fenster in der Nähe ist. So, last but not least, darfst du dich noch einmal in die Heckgruppe reinflauzen. Darf ich das? Sabrina Fehwinger, Geschäftsführer von AMC Schmidt in Idar-Oberstein, heute am 21. März 2022 in einem Puccini 620. 620, richtig. Buchstaben irgendwie dahinter? Nee. Da sind noch Buchstaben hinter. Und damit uns keiner festnagelt, SDF für Französisch. SDF. Gut, SDF. Vielen Dank fürs Einschalten. Komm, wir gehen noch raus. Dann zeigen wir den Leuten noch, wo wir sind. Nämlich in Idar-Oberstein an der Nahe. Im Frühling. Heute am Montag. Wie war das Wochenende? Halb bescheiden. Im Moment ist viel los, muss man sagen. Also es ist wirklich irre viel los. Kommen die Leute auch samstags abholen? Die Samstagsabholung machen wir jetzt nicht. Wir sind 5 Tage die Woche für jeden sehr ansprechbar und daher gönnen wir uns den Samstag. Aber da sind wir, wenn jemand Fragen, Interesse hat, auch mit Rede und Antwort da nach vorheriger Absprache. Ja. Du hast nämlich eine kleine Allergie, deswegen geht es ja etwas bescheiden. Ist jetzt das erste Mal dieses Jahr? Ja. Und so richtig anscheinend, ja. Gegen was? Keine Ahnung. Es hat am Freitagabend hat's angefangen. Ich habe dann schön fleißig, weil wir ja jetzt Corona haben, immer einen Test gemacht. Da kam nichts dabei raus, 3 Tage hintereinander. Und gestern Abend hat mein Mann mal gesagt, nimm doch mal eine Allergietablette. Vielleicht ist es sowas. Und? Ja, scheint so. So, Bigfoot. Dann ganz wichtig, hier vorne der Köcher. Der ist auch neu. Das heißt, du brauchst nicht mehr zielen. Stimmt das überhaupt? Ja, da ist er. Da ist so ein schwarzes Teil mit drin. Ich hoffe, ihr könnt sehen. Da kann man einfach mit der Kurbel reinhalten. Das war's. Die Franzosen können auch kurbeln. Die brauchen keine automatischen Nivelliersysteme oder sowas. Es gibt das ja auch. Du kannst das ja mal nachrüsten. Aber ich habe ja auch den typischen Deutsche, der dann halt seine Akkuschrauber ansetzt. So, oder die Frau schickt. Wir sind bei AMC Schmidt in Idar-Oberstein. Vielen Dank fürs Einschalten. Wenn ihr Bock habt, fahrt zum größten Tabakhändler Europas, der wirklich, ich glaube, 4-stellige Stückzahlen im Jahr ausliefert. Machen wir das? Weiß ich nicht. Okay. Wenn ich sage, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall sind so viele 20, 30 die Woche im Moment, die rausgehen, oder? So sieht's aus. Danke, vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss.